ich bin Hiba Ferrasleite, ein Golfamateur mit aktuell Handicap 19,0. In diesem Video will ich dir die Back 9 des Golfclubs Spielern vorstellen. Die Front 9 habe ich dir ja bereits in einem anderen Video vorgestellt. Es handelt sich um einen Golfclub in der Nähe der Stadt Stockerau, nördlich von Wien. Spielern ist natürlich die nächstgelegene Stadt, aber Spielern kennt man wohl als Nicht-Golfspieler eher nicht. Das ist das Platzdesign. Lassen wir Revue passieren, was auf dem Front 9 passiert ist. Ich bin nicht unzufrieden. Ich kenne den Platz hier nicht und spiele hier Bogey-Golf. Der Platzzustand ist, wie gesagt, überraschend gut. Platzdesign gefällt mir gut. Es ist sehr fair zu spielen. Nirgendwo ist irgendwie was versteckt oder gemein, wo man nicht weiß, was man machen muss. Es ist immer ganz klar, wie man das zu spielen hat. Ja, es ist nicht komplett flach. Aber als hügelig würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Ja, schauen wir mal, wie es mir auf den Back 9 geht. Und wie in jeder meiner Platzvorstellungen werde ich dir jeden Schlag zeigen, die guten und die schlechten. Die Back 9 beginnen mit einem 316 Meter langen Par 4, mit einem sehr schönen Abschlag aus einem erhöhten Tee, den ich leider etwas verziehe. Die Nummer 10 war jetzt eins, wo ich das zuerst nicht gefunden habe. Und ein Tipp, wenn du herkommst, da muss man ein kleines Treppchen hochgehen, weil das ein leicht überhöht ist. Vielleicht sieht man das da hinter mir. Weiß nicht, ob man das wirklich sieht. Aber dann ist natürlich eine schöne Aussicht von dort. Also rot und blau ist sofort zu sehen, wenn man von der 9 kommt. Aber ich wusste nicht, wo gelb ist. Gut, habe ich auch gefunden. Also wie gesagt, Treppchen hinauf. Ich habe den ein bisschen gepullt, aber der sollte gut auffindbar sein, weil das Raf ist aktuell nicht sehr hoch. Das ist sicherlich jahreszeitbedingt. Ich weiß nicht, wie sie das Raf sonst hier haben im Sommer. Weißt du das? Bist du vielleicht Mitglied im Golfclub Spielern? Ist hier das Raf im Sommer höher oder wird es auch immer eher kurz gehalten, so wie jetzt gerade? So, und ich mache mich auf der Suche nach meinem Ball, den ich im Rough gefunden habe. Nicht ganz leicht zu spielen. Zu fett getroffen, zu kurz geraten. Ja, und jetzt ein tricky Chip über den Bunker drüber. Ja, und da habe ich zu viel Angst gehabt, dass er zu weit fliegt und in den Wald geht. Deswegen habe ich aus dem Vorgrün putten müssen. Ja, und ganz mies ist, dass der Putt zurück nicht geht und ich hier mit einem Doppelbogey die Back 9 beginne. Bahn 11, wieder ein Par 4, 356 Meter, Dogleg nach links. Es geht zunächst ganz weit geradeaus und dann jetzt wird man nach links müssen. Und ich bin mit dem Drive nicht unzufrieden. Mit dem Schlag bin ich jetzt unzufrieden. Er lag in einem Loch drinnen. Ja, das soll keine Ausrede sein, sondern eine Erklärung. Ja, hier ist mein Spiel von allen guten Geistern verlassen. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Ich habe hier die Bunkerkante getroffen. Ja, und habe damit wieder eine ganz miese Lage. Ja, und das ist mein fünfter Schlag und ich bin noch nicht einmal am Grün, was irgendwie schade ist, weil dieses Loch war echt interessant vom Design. Es hat sich ein bisschen abgehoben von den anderen. Ja, und wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht und deswegen schaut hier ein Triple Bogey heraus. So, und gerade jetzt, wo ich ein wenig verunsichert bin von den letzten Löchern, kommt ein Inselgrün. An sich mag ich Inselgrüns. Ah, den habe ich verzogen nach links. Und der ist links im Wasser.
Schade, weil der Ball trifft aber gar nicht so schlecht und ich hatte die Länge. Zwar genau die richtige Länge, aber ich habe ihn halt ein bisschen gedroht, unabsichtlich. Und jetzt ist er eindeutig in diesem Schilf da gelandet. Ja, werde ich wohl droppen müssen und in der Dropzone, die da ist. Ja, ich muss hier die Medizin nehmen, aber das ist eine schöne Optik, oder? Also mir gefällt sowas, ein Inselgrün zum Anspielen. Ja, und er war zwar nicht schlecht, aber der Putt war dann doch nicht selbstverständlich. Ah, okay, eine Umdrehung noch. So, und jetzt erzähle ich dir, dass ich damit meinen letzten Wilson Stuff Ball verloren habe und ich jetzt damit umsteige auf Srixon 3 Speed. Ich weiß nicht, das ist halt so eine Manie vielleicht von mir, aber ich spiele immer genau die gleiche Ballmarke, wenn ich auf der Runde bin. Ich tue nicht irgendwelche Bälle, die ich gefunden habe, spielen oder so, außer wenn ich was vielleicht probieren will oder sowas in der Art. Aber ansonsten spiele ich eigentlich immer genau die gleiche Ballmarke. Ich weiß nicht, ich bilde mir ein, dass man damit konstanter ist und vor allem im kurzen Spiel besser lernt, das Gefühl für den Ball zu entwickeln. Aber ich wollte jetzt auf einen Three-Piece-Ball umsteigen und habe mir jetzt das Srixon und Three Speeds geleistet. Und den Rest der Runde spiele ich jetzt mit Srixon und Three Speed und mal sehen, ob es überhaupt einen Unterschied ausmacht. Es kann nur noch besser werden. So versuche ich positiv zu bleiben, weil bisher läuft es überhaupt nicht auf den Back 9. So, jetzt haben wir ein paar 5 vor uns. Ein etwas längeres mit 507 Metern. Aber ein Drive, der sich ganz okay anfühlt. Und jetzt mache ich ja etwas, von dem ich dir später noch erzähle im Live-Kommentar. Und mich würde interessieren, ob du das auch machst. Oder ob das nur etwas ist, was ich mir einbilde. Schreib's mir in den Kommentaren. Man kann nicht nach einem einzigen Drive noch keinen Schluss ziehen, aber dieser Ball hat sich härter angefühlt als der, den ich zuvor gespielt habe. Also mein Ball, mein Gefühl im Treffmoment mit dem Driver war, dieser Ball fühlt sich härter an und der ist auch kürzer geflogen, was mich komplett überrascht hat. Aber wie gesagt, das war vielleicht auch, habe ich ihn nicht 100% gut getroffen. Schauen wir mal, weil jetzt der Schlag mit dem Fünfeisen vorhin war ganz okay. Vielleicht hast du gesehen, dass ich kurz hinter den Ball mit den Fingern den Boden berührt habe, bevor ich den Schlag gemacht habe. Das lag daran, dass ich sehen wollte, wie hart ist der Boden dahinter. Mein Gefühl, zumindest für mein Spiel, ist, wenn der Boden sehr hart ist, also eigentlich das Gras sehr dünn sozusagen, ja, also Boden sehr hart, ich hoffe, du verstehst, was ich meine, muss ich ein Eisen schlagen. Es ist zu gefährlich, ein Fairway-Holz zu schlagen, denn kommt man auch nur 3 mm hinterm Ball auf, prallt die dicke Sohle von dem Holz vom Boden ab und dann toppt man den Ball. Wohingegen mit dem Eisen hat man da irgendwie mehr Spielraum, wenn man nicht ganz exakt trifft. So zumindest mein Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das auch so machst oder so empfindest. Aber das war der Grund, warum ich dort so den Boden dahinter geprüft habe und mich dann entschieden habe, ein Eisen zu spielen und nicht ein Fairway-Holz. Ja, hier ist meine Einschätzung, dass das Angreifen des Grüns zu riskant ist, so will ich bis vor die Bunker vorlegen. Die Absicht war, bis vor diese Fairway-Bunker vorzulegen, das ist gelungen, aber ich habe den Ball irgendwie schlecht getroffen. Ja, jetzt circa ein 50 Meter Pitch ins Grün. Und jetzt bleibt mir da ein langer Putt vom Rand des Grüns. Der auch noch hineingeht.
Beflügelt vom letzten Paar will ich jetzt das 333 Meter lange Paar 4, Bahn 14 spielen. Und habe auch noch einen wirklich guten Drive erwischt. Ja, und hier halte ich ein 6-Eisen in der Hand und bin mir relativ sicher, dass ich das Grün treffe oder zumindest ganz in die Nähe des Grüns komme. Aber es kommt anders. Wenn ich das Video editiere, bin ich gespannt, was ich da gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, warum ich den so verzogen habe. Weil an sich hat sich der Balltreffer gut angefühlt, aber irgendwie, ich glaube, ich bin nach vorne gekippt, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich bin gespannt darauf, das Video zu sehen, um zu wissen, was habe ich da falsch gemacht. Aber der Ball ist im Spiel, er ist nicht ins Out gegangen und dort chippe ich aufs Grün, putt hinein zum Paar. Hoffentlich. Ja, und ich habe es mir auch in Zeitlupe angeschaut. Ich bin mit offener Schlagfläche hingekommen, habe einen massiven Chicken Wing gemacht. Warum, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich dachte, er ist zu kurz doch. Aber die Realität ist hier und dieser Putt hat eine echt gute Chance, zum Paar hineinzugehen. Leider nein. Aber gut, es können nicht alle reingehen. So schlecht waren die Schläge vorher nicht. Vielleicht habe ich meinen Schwung wieder gefunden. 180 Meter Paar 3. Jetzt wundere ich mich doch ein wenig, ob der neue Ball wirklich um so viel kürzer fliegt, als der, den ich vorher verwendet habe, weil dieser Schlag, der war 50 Meter zu kurz. Jetzt habe ich zwar etwas Gegenwind, vielleicht hat das was ausgemacht, aber nie im Leben so viel. Und an sich habe ich das Gefühl gehabt, dass ich ihn nicht schlecht getroffen habe. Also ich bin gespannt, ob dieser Ball und ich noch Freunde werden. Also es blieben mir 70 Meter auf die Fahne. Na, falsche Richtung auch noch. Ja, ich gehe den Putt ab, um zu wissen, wie weit ist es wirklich. 23 Schritte. Also wenn ich jetzt weiter so spiele, werde ich mir schwer tun, die ganzen Doppelbogies von Anfang der bei Knein aufzuholen. Und hier hoffe ich auf eine Annäherung einfach. Denn es wäre ja vermessen zu glauben, aus über 20 Metern Distanz kann man jedes Mal ins Loch hineintreffen. Also ich jedenfalls nicht. Ja, ich wäre gerne näher gelegen als ein Meter, aber aus der Entfernung war das nicht selbstverständlich. Bogie gerettet hier. Ja, und die Bahn 16 ist ein 517 Meter langes Par 5. Weiter offen kann ein Drive praktisch gar nicht sein. Nach dem Drive erwartet uns ein Dogleg nach links. Eine sehr lange Bahn. Ja, jetzt kurze nochmalige Zwischenbilanz. Nachdem ich jetzt auf Bahn 16 unterwegs bin, habe ich 2/3 des Platzes jetzt gesehen. Und ich muss jetzt sagen, eine gewisse Monotonie setzt ein. Mein Gefühl ist, ja, die Bahnen schauen alle gleich aus, irgendwie. Ja, das ist so landschaftlich dasselbe. Von hügelig keine Spur. Es ist ja leicht onduliert, aber im Prinzip flach. Und wirklich in Erinnerung bleibt mir, ja, die 1 war ein sehr schöner Abschlag, die 10 war ein sehr schöner Abschlag. Und dieses eine Inselgrün, obwohl ich das nicht gut gespielt habe. Ja, jetzt wo ich so darüber nachdenke, es gab den einen engen Abschlag, ich glaube die 8 war das. Aber jetzt diese langen Löcher, diese paar 5s, ja, die schauen irgendwie alle gleich aus. Und es ist sehr, sehr freundlich. Ich habe auf das Rating gar nicht geschaut, aber es würde mich wundern, wenn der Platz schwer geratet ist, weil die Drives sind fast alle ausnahmslos weit offen. Also ich slice jetzt Bälle, ich pulle Bälle
und sie sind alle da. Was nicht heißt, dass mir der Platz irgendwie nicht gefällt. Ja? Ich würde ihn aber jetzt nicht als einen der Top-3-Plätze, die ich bisher kenne, bezeichnen. Deshalb, er ist definitiv ein Spiel wert, keine Frage. Und mal sehen, was mich noch erwartet auf den letzten paar Löchern. Aber das ist so mein Gefühl nach 2/3 des Platzes. Ich muss zugeben, beim Meditieren ist mir das nicht mehr so vorgekommen, dass alles gleich war und monoton. Aber ich weiß, dass das mein Gefühl beim Spielen war. Vielleicht war ich an dem Tag einfach so drauf. Oder vielleicht tue ich es in meiner Erinnerung jetzt wieder verschönern. Jedenfalls ist das ein sehr langes Par 5. Mit dem 3. Schlag brauche ich immer noch ein Fairway-Holz. Wie gesagt, ich befürchte, er geht in den Bunker. Habe ich Glück gehabt. Schau, dieser weiße Punkt da vor dem Bunker. Das ist mein Ball. Ja, an sich gelingen mir diese Chips über Bunker normalerweise gut. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Irgendwie ist mein Spiel auf den Back 9 wirklich eingegangen. Warum nicht gleich? Ja, und wenn man keinen Lauf hat, dann geht sowas auch nicht hinein. Aber mit Doppelbogey bin ich ehrlich gesagt gut bedient hier. 2 Abschläge noch. Zunächst die 17. 349 Meter, mehr oder weniger geradeaus, Par 4, geh mal. Ja, und mit dem Drive war ich nicht ganz unzufrieden, auch wenn das sehr kurz war. Mit dem konnte ich aber nicht zufrieden sein. Ich habe mich vorhin gewundert, warum dieser Drive so kurz war. Es waren nur 160 Meter, 166 glaube ich. Und jetzt entdecke ich hier, da ist der Ball aufgekommen und dort ist er gelegen, nach einem Drive. Also da ist er keine 2 Meter geflogen. Also der Platz ist wirklich tief. Normalerweise hätte ich sicher 10, 15, vielleicht sogar 20 Meter Roll gehabt. Ja, und dann mit dem Fünferholz, das ich den da getoppt habe. Gut, ich war zu geizig, mir einen Probeschwung zu leisten und war halt auf den Schläger nicht eingestellt. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich jetzt da ein bisschen, vielleicht ist meine Einstellung nicht die beste. Und aber gut, es sind nur noch 2 Löcher, ich bin ein bisschen müde mittlerweile. Aber der Platz, wie gesagt, Pflegezustand, dieses Loch war jetzt doch optisch ein bisschen anders als die anderen, nicht allzu sehr, aber Pflegezustand top. Und ich frage mich, ich glaube, ich werde mal im Sommer wiederkommen, weil ich frage mich, wie das alles ausschaut, wenn halt die Bäume Blätter haben, weil das ist dann sicherlich schöner. Und vielleicht tut diese Golfrunde den Platz nicht 100% recht. Vielleicht mache ich das nächstes Jahr ein zweites Video hier. So, jetzt muss ich das Grün angreifen. Ja, und für mich ist die Kunst des Bogey-Golfens, dass man einen schlechten Schlag pro Loch wegstecken kann oder wettmachen kann durch gutes Pitchen. In dem Fall ist das ganz okay. Ja, war ein bisschen kurz, weil er ein bisschen fett war. Aber er ist am Grün und wenn gut gepattet wird, dann ist das allemal ein Zweipatt und dann ein Bogey. Ja, und genau das gelingt auch. Und das ist mal ein Abschlag zum Abschluss, der nicht so wie die anderen ausschaut, ein Kanonenrohrabschlag. Man muss zwischen diese 2 Buschreihen, leicht bergauf und ganz okay getroffen. Ja, und dieser Abschlag bleibt tatsächlich in Erinnerung, weil er doch etwas anders war, optisch als die anderen davor. Also durch das Kanonenrohr, der ist mir auch nicht schlecht gelungen. Breites Fairway, leicht bergauf. Es ist natürlich immer schöner bergab zu schlagen, aber gut, man muss zurück zum Ausgangspunkt. Und es führt hier leicht bergauf. Ja, sehr gespannt auf die nächsten paar Schläge. Meine allerletzten in meiner ersten Runde
im Golfclub spielen. Wie gesagt, ich kann den Platz eigentlich empfehlen. Er ist als Abwechslung gut, wenn man ihn mal spielt. Und ich glaube, ich werde mal im Sommer wiederkommen, weil eine Herbstgolfrunde ist natürlich zwar auch schön, aber ich glaube, dass der Platz natürlich im Sommer schöner ist, wenn die Bäume grüner sind und so weiter. So, jetzt geht's darum, treffe ich das Grün aus dieser Entfernung oder nicht. Ja, und die Entfernung waren so 150, 160 Meter. Deshalb nehme ich ein Feeder Rescue. Okay. Wie gesagt, ich spiele auf den Back 9 signifikant schlechter als auf den Front 9. Mal sehen, ob ich das wieder durch einen guten Pitch wettmachen kann. Gerade noch so aufs Green gekommen. Ja, aber wenn ich jetzt wieder zwei Putts schaffe, ist es wieder ein Bogey und damit wäre ich so quasi im Soll. Zu weit. Und zu allem Überdruss geht der Putt zurück auch nicht hinein, so verabschiede ich mich unzufrieden mit einem Doppelbogey. Mit meinem Spiel kann ich jetzt nicht zufrieden sein. Ich bin irgendwie auf den Back 9 eingegangen. Ich hatte ja nach dem Front 9 9 über und eigentlich wäre Raum nach oben, also Luft nach oben gewesen, also Richtung besser. Und jetzt habe ich auf den Back 9 14 über gespielt. Da kann ich nicht damit zufrieden sein. Insgesamt schließe ich die Runde mit 23 über. Liegt aber nicht dran, also meiner Meinung nach, dass der Platz so extrem schwer wäre, sondern ich habe einfach schlecht gespielt auf den Back 9. Ich habe ganz viele verhaute Löcher gehabt und auf den Front 9 habe ich um die Pars gekämpft und sichere Bogies gehabt an vielen Löchern. Und hier habe ich um die Bogies gekämpft und manchmal nicht einmal ganz sichere Doppelbogies gehabt. Und das hat halt den Score zunichte gemacht. Ich weiß nicht, woran es lag, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, man ist ja keine Maschine und man spielt nicht immer gleich gut. Insgesamt bereue ich es nicht, den Platz ausprobiert zu haben. Ich finde ihn, wie gesagt, interessant als Abwechslung. Ich mag ja nicht immer am selben Platz spielen, deswegen bin ich ein bisschen so ein Golfplatzwanderer. Also ich spiele nicht nur am Heimatclub. Habe eigentlich eine Mitgliedschaft, die so eine Basic-Mitgliedschaft ist, wo gar nicht so viele Spielrechte dabei sind, weil ich es persönlich bevorzuge, einfach auf verschiedenen Plätzen unterwegs zu sein und zahle halt dort Greenfee, wo ich spiele, suche nach guten Angeboten. Wie machst du das? Spielst du gerne auf einem Platz, dass du ihn in- und auswendig kennst und dich sicher fühlst, oder spielst du gerne auf verschiedenen Plätzen? Ich werde hier im Golfclub spielen, sicher wieder mal nächste Saison spielen, wenn es Frühjahr ist oder Sommer, um auszuprobieren, wie der Platz dann anders ist. Ob ich dann die Kamera mitnehme, weiß ich nicht. Aber so habe ich dir den Platz im Herbst vorgestellt. Danke, dass du mit mir auf der Runde warst. Ich wünsche dir auf deinen Golfabenteuern viele Pars, das eine oder andere Birdie. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns mal und spielen den Platz gemeinsam. Tschüss.